Weihnachtsabend von Ottilie Wiedermuth. In einer großen Stadt, da war eine kleine enge Gasse und darin stand ein schmales, hohes Haus. Unten in dem Haus war ein kleiner Kaufladen, fast wie ein Keller, so trüb und feucht. Und ein Glöcklein an der Türe schellte, besonders abends, fast an einem fort. In dem kleinen Laden war alles Mögliche zu haben, Zucker und Kaffee, Rauchtabak und Schnupftabak. Essig und Öl, Käse und Heringe, auch Knöpfe, Nägel, Seife und Lichter, Butter und Eier und noch eine ganze Menge anderer Sachen. Die Krämerfrau wusste selbst nicht, was sie alles in ihrem Laden hatte. Viel Schönes aber war es gerade nicht. Es kamen auch nur die armen Leute, die in der engen Gasse wohnten, und holten das Allernötigste, was sie brauchten. In den Spalt an dem Ladentisch fielen fast bloß Kupferkreuzer. Der kleinen Margaret, die immer bei der Mutter im Laden war und ihr schon ein wenig helfen durfte, der kam das doch recht viel Geld vor. Und sie wusste nicht, warum die Mutter oft so betrübt war, wenn sie am Abend die kleine Schieblade herauszog und das Geld darin zählte. Margaret war noch klein, sie konnte kaum mit dem Kopf recht über den Ladentisch heraussehen, aber sie freute sich sehr, wenn sie etwas herbringen durfte für die Leute, die kauften, und sie trippelte gar geschäftig hin und her, der Mutter zu helfen. Neben dem Laden war noch ein Stübchen, klein und trübselig wie der Laden selbst. Darin standen das kleine Bettchen, in dem Margaret schlief, und hinter einem grünen Vorhang die Betten der Eltern. In einem davon lag schon viele Monate lang der kranke Vater, und es sah aus, als werde er wohl nicht mehr aufstehen. Der Vater war einmal Diener und Gehilfe bei einem reichen Kaufmann gewesen. Dort war ihm beim Abladen von einem Wagen ein Fässchen auf die Brust gefallen. Seither war er nicht wieder gesund geworden. Da er keine Dienste mehr leisten konnte, so hatte ihm der Kaufmann geholfen, dass er den kleinen Laden mieten konnte. Er war nicht lange imstande gewesen, selbst daran zu verkaufen. Seit 2 Jahren schon musste die Mutter alles darin allein tun. Die kleine Margaret trippelte dann wohl oft zu ihm hinein und brachte ihm Wasser oder etwas Zucker, wenn sein Husten so schlimm wurde. Sie saß auch manchmal an seinem Bett und er erzählte ihr mit seiner schwachen Stimme, aber es wurde ihr etwas bang in der dunklen Stube und sie wollte lieber wieder heraus in den Laden. »Weißt du, Vater«, versicherte sie ganz ernsthaft, »die Mutter hat so arg viel zu schaffen, da muss ich ihr helfen, sie wird sonst gar nicht fertig.« »Armes Kind«, seufzte der Vater für sich, »wir sind nicht arm, wir haben viel. Wir sind nicht arm, wir haben viel, viel Kreuzer«, tröstete ihn Margaretchen, »in dem Loch im Tisch draußen.« Heute war ein gar geschäftiger Tag im Laden. Die Mutter hatte noch ein wenig Zeit gehabt, nach dem kranken Vater zu sehen oder nach der kleinen Margaret. Die trippelte heute besonders emsig hin und her, und so oft jemand aus dem Laden ging, lief sie nach bis unter die Tür und schaute hinaus. Da hauste aber wehte ein scharfer, kalter Wind, und Margaretchen kam ganz erfroren mit einer roten Nasenspitze wieder herein. »Aber Kind, so bleib doch im Laden«, rief die Mutter, »du erfrierst ja draußen.« »Oh, Mutterchen«, sagte die Kleine, »heute ist Christabend, und Nachbars Röschen hat mir gesagt, dass jetzt das Christkind durch die Straßen geht, in einem silbernen Kleidchen mit goldenen Flüglein, und neben ihm geht das Palmeselein. Das hat ein silbernes Körbchen Anhang. Daran sind schöne Sachen für liebe Kinder. Und Mutterchen, alle Fenster werden goldig hell von vielen Lichtern. Oh, lass mich nur hinaus und ein bisschen sehen. Draußen ist es noch nicht so dunkel wie im Laden.« Die Mutter zündete eine dünne Lampe an und legte freundlich ihre Hand auf Margarets Köpfchen. »Bleib nur bei mir, Kind«, sagte sie. »Draußen ist es so kalt und du würdest verloren gehen auf der dunklen Straße. Wenn du feinartig bist, so kommt das Christkind vielleicht auch zu dir. Jetzt hilf mir nur, da sitzt auf deinem Schemel.« »Sieh, da hast du ein Körbchen mit lauter Büschelein von kleinen Lichtern. Das sind Christentagslichtern. Die verkauft man nicht jedem Kind, das etwas kauft, das du seinem Büschlein schenken.« Das war nun eine Freude für Margaretchen. Es kamen viele Kinder, fast lauter elend und ärmlich gekleidet, die alle wenig vom Christabend wussten
Eins holte um einen Kreuzer Schnupftabak für seinen Vater oder ein wenig Öl in die Lampe, ein anderes ein Lot Kaffee und Zucker für ein paar Kreuzer Butter oder Schmalz. Wie sprang da die Kleine, um jedem sein Päckchen Lichtchen zu geben, und lachte vor lauter Vergnügen, wenn die Kinder sich so freuten über die schönen Lichtlein. Margaretchen war auch dürftig gekleidet, doch reinlich und sorgfältig. Die Mutter hatte ihr Schürzchen noch ziemlich mit alten Bändern aufgeputzt, so kam sie dem ähnlich zerlumpten Kindern wie ein kleines Fräulein vor. Solange Margaret Lichter verteilte und die Mutter Emsekunden bediente, war der kranke Vater in dem kleinen Ladenstübchen auch geschäftig gewesen. Die Mutter hatte ihm ein Tischchen vors Bett gerückt. Da hatte er allerlei zu rüsten, was Margaretchen nicht sehen durfte. Man hatte deshalb die grünen Vorhänge an den Fenstern zugezogen, das in den Laden ging. Die Kleine hatte im lauten Eifer mit ihren Christtagslichtern vergessen, dass sie hatte hinaus wollen und das Christkind sehen. Die hellen Fenster. Es war ihr nur bang, ob ihre Lichtlein reichen würden für alle Kinder. Sie hatte jetzt nur noch ein Päckchen schöne Rote im Körbchen. Das Ladenglöcklein schellte, aber immer seltener. Noch ein zerlumpter Knabe kam mit einem kleinen Mädchen und holte etwas Brennöl. »Kriegst du auch einen Christtag daheim?« fragte Margaretchen. »I net«, sagte der und schüttelte traurig den Kopf. Meine Mutter hat nichts und mein Vater trinkt Branntwein. Komm, ich will dir ein Lichtlein schenken, sagt Margaretchen wichtig. Was tut man damit? Fragte der Knabe noch trotzig. Sieh, da hast du ein wenig weichen Lehm, sagte die Mutter. Da kannst du sie aufkleben und anzünden, musst nur hübsch Achtung geben damit. Und sie zündete eins der dünnen Lichtchen an. Und ich habe ein eigenes Lichtlein und kann selber hell machen in unserer Stube, rief jetzt der Bube auf einmal im höchsten Jubel. Heidelidumm! Und er machte einen Satz fast bis an die Decke, dass Margaretchen hell auflachte vor Freude. Dem kleinen Mädchen schenkte die Mutter noch ein Stückchen Zuckerkandis. Der Bub hätte fast in der Freude sein Öl vergessen. Komm nur her, Kettele, rief er eilig und nahm das Schwesterchen auf dem Arm. Jetzt wird's schön daheim, Lichterl haben wir. Und Margaretchen sah ihm vergnügt nach. Im Laden war es nun still. Drinnen aber rief der Vater: Komm herein, Margaret. Da schaute die Kleine hoch auf, wie die Tür aufging. Da drin war es so hell, so schön, und auf dem Tisch stand ein Bäumchen mit vielen Lichtern und darunter eine Puppe in einem roten Kleidchen. Die hatte die Mutter gemacht, tief in der Nacht, wenn Margret fest schlief und die Mutter fast die Augen zugefallen waren vor Schlaf. Es waren auch ein paar kleine Schüsselchen und Töpfchen dabei. Daran waren Zucker und Rosinen, das sie kochen konnte. Und ein Schäfchen, das der Vater selbst aus Lehm und Baumwolle gemacht und mit Stückchen von Goldpapier verziert hatte. Er sperrte freilich seine geraden Füße, die auf Schwefelhölzern bestanden, seltsam auseinander. Aber der Kleinen gefiel es doch gar zu wohl. Voriges Jahr, da war der Vater so schwer krank gelegen, dass man keinen Baum hatte anzünden können. So war es, als ob Margaretchen zum ersten Mal im Leben einen Christbaum sehe. Sie schlug in die Händchen und hüpfte vor Freude und wagte noch gar nicht die schöne Puppe, die so vornehm aussah, als ihr eigen zu betrachten. Sie hatte seither nur eine hölzerne gehabt, die vorher an einem Butterfass gerührt hatte. Jetzt nur noch die leeren Arme ausstreckte und nicht nur ihr Butterfass, sondern später auch den Kopf verloren hatte. Als der erste Jubel der Kleinen vorüber war und die Lichtlein so allmählich herunterbrannten, da setzte sie die Mutter auf den Stuhl neben des Vaters Bett, und der Vater erzählte ihr die alte, schöne Geschichte vom lieben Heiland, wie er in den ersten Weihnacht zur Welt gekommen und als ein armes kleines Kindlein in einem Stalle gelegen sei. Und wie er nun in aller Herrlichkeit und Seligkeit des Himmels noch an alle Kinder denke auf der Welt. Wie man ihnen den Christbaum anzünde als ein Zeichen, dass ihm droben im Himmel einmal noch viel, viel größere Herrlichkeit und Lieblichkeit bereitet sei beim lieben Gott, wenn sie ein fromm und folgsam Herzlein bewahren. Als die Lichtlein erloschen waren und die Mutter Margret in ihr Bettchen gelegt hatte, da betete sie noch mit ihrem das schöne Lied: Halleluja, denn uns ist heute ein göttlich Kind geboren.
Das Kind war müde vor lauter Freude, kaum konnte sie noch den Schluss sagen. Liebster Heiland, Jesus Christ, der du unser Bruder bist, dir sei Lob, Preis und Ehre. So schlief sie schon ein. Auch die arme Mutter war grad schwach und müde. Sie konnte kaum noch den Kranken sein Tränklein bereiten für die Nacht und ins Bett kommen. Sie schlief schwer und unruhig. Der Vater konnte nicht schlafen, sein Husten plagte ihn so. Er faltete seine mageren Hände und betete leise. Der liebe Gott wolle sich seines Kindes annehmen, wenn es vielleicht bald allein sein sollte auf dieser Welt.